Jo Leute, was geht? Willkommen zu Diablo 4 Season 3. Ich habe es auf Weltstufe 3 geschafft heute und habe mir gedacht, es wäre mal ganz wichtig zu erklären, wie die Season funktioniert, beziehungsweise was das neue Gimmick mit den Gewölben, was damit auf sich hat und wie das Ganze funktioniert. Dann fangen wir mal ganz klein an. Stellt euch das vor wie so eine Pyramide und ganz unten ist der Base und da müsst ihr Items sammeln, die zerschmetterter Stein und Elementarkern heißen. Die findet ihr überall in Gebieten in der Overworld, wo ihr so ein grünes Blatt seht. Ich gehe da auch mal gerade hin und dann seht ihr, hier ist auch ein grünes Blatt, dass dort solche Prismen stehen und viele von diesen mechanischen Gegnern stehen. Die mechanischen Gegner geben diese Kleinsteine und diese Prismen geben den Kern. Und diese beiden Ressourcen müsst ihr erstmal sammeln. Ihr kriegt die Ressourcen auch in Gewölben, aber wenn ihr jetzt gerade nicht in einem Gewölbe seid, sondern hier in der Overworld, dann seht ihr, das hier ist einer dieser Prismen. Und wenn ihr den quasi... Okay, ich muss mir gerade alles killen. Wenn ihr den aufmacht, dann, da seht ihr schon, hier, ne, zerschmetterter Stein von einem Gegner. Und wenn ihr so ein Prisma aufmacht, der ist relativ hier tricky, der scheiß Feuerprisma, dann kriegt ihr, wo, da, zerschmetterter Stein. Nee, nicht zerschmetterter, da oben, Elementarkern. Da, Elementarkern, ihr seht's, ne? Den sammle ich mal eben ein. Und das zusammen könnt ihr benutzen, um an dieser eiskalte Feuerschale einen... Ja, die zu zünden quasi. Und die Zündung kann ich so ein bisschen vergleichen mit dem Yoda aus Season 2. Ihr erinnert euch, diese drei Kelche in der Bluternte. Das ist jetzt so ein bisschen ähnlich. Und zwar könnt ihr hier auch Elementarkerne und zerschmetterte Steine reinpacken. Und die lassen dann eine Horde von Gegnern erscheinen. Und ganz am Ende gibt es einen Endboss. Und dieser Endboss, der gibt euch Perlen. Und diese Perlen braucht ihr für die Gewölbe. Also, ihr kriegt einmal von ihm Perle des Schutzes und ihr kriegt immer einen Leitstein. Ich habe jetzt hier einen Unique bekommen, das war ganz geil. Und halt diese Perle. Ganz kurz zwischendurch, einige haben das Problem, dass sie in der Torhalle keine Karte haben, so wie ich. Ich hoffe, dass das demnächst gefixt wird. Das ist ein Common Bug, also ein Bug, der bekannt ist. Ich hoffe, dass der demnächst gefixt wird. Auch als Info, das könnt ihr aber selber nachgucken, wenn ihr ein Gewölbe-Albtraum-Siegel erschaffen wollt, dann braucht ihr dafür Siegelpulver und zerschmetterte Steine. Deswegen lohnt es sich da auch, diese mechanischen Gegner zu besiegen. Das wird auch nicht so viel mehr. Also selbst wenn ihr später hier die Ahnen-Dinger macht, dann sind es 75. Das geht noch echt gut klar mit den zerschmetterten Steinen. Aber wofür braucht ihr jetzt die Perlen? Mit den Perlen könnt ihr im Gewölbe, egal ob es jetzt ein Nightmare Dungeon ist oder ein normales Gewölbe, euch den Zoltuns Kull Schutz holen. Und dieser Schutz gibt euch am Ende des Gewölbes eine zusätzliche Kiste. Was ihr am Ende des Gewölbes haben müsst, ist mindestens ein Zoltuns Schutz. Es gibt verschiedene Kisten. Es gibt auch eine Kiste, die braucht drei am Ende. Wie es auf welche für vier ist, weiß ich aktuell nicht. Das werden wir dann wahrscheinlich in den nächsten Tagen, wenn ich soweit bin, erfahren. Aber was ich bisher gehört und gesehen habe, ist, dass es am Ende eines Gewölbes eine Kiste gibt mit einem Soltonschutz. Also ihr habt oben rechts den Soltonschutz, den können wir auch gleich einsammeln. Und eine Kiste mit drei. Das heißt, ihr müsst den ganzen Dungeon durchschaffen mit mindestens vier Schutz, in diesem Fall, um beide Kisten aufzumachen. Ich gehe mal davon aus, dass das mit der Erhöhung und mit Nightmare Dungeon und mit welcher für vier dann nochmal mehr wird. Das kann ich aber jetzt zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht aus erster Hand sagen, weil ich noch nicht so weit bin. Ich wollte aber unbedingt schon mal direkt am Anfang euch erklären, wie das Ganze mit dem Perl, mit dem Schutz und mit den ganzen Items funktioniert. Sobald ihr hier dieses Tor betretet, kommt ihr in das Gewölbe rein und dann geht's los. Und in dem Gewölbe gibt es immer am Anfang so einen Schrein. Und hier seht ihr auch schon erklärt, eine Perle des Schutzes gegen drei Aufladungen. Und ich habe euch eben erklärt, am Ende des Dungeons braucht ihr in dem Fall mit den beiden Kisten, mit 1 und 3 oder 1 und 4, mindestens 4 oder 5, da ihr eh immer drei Aufladungen kaufen könnt, also zwei Aufladungen. Ich würde jetzt hier einmal eine kaufen und noch eine kaufen.
Wenn ihr wissen wollt, wie viele Perlen ihr habt, könnt ihr hier in die Tasche gehen und dann seht ihr das gerade. Ich habe 26, deswegen werde ich mal ein paar mehr nehmen, um euch ein bisschen was zu demonstrieren, wie ihr diesen Schutz verliert. Den verliert nämlich nicht, wenn ihr von Gegnern getroffen werdet, sondern den verliert ihr, wenn ihr in eine Falle tappt. Das bedeutet, die Gegner weitestgehend ignorieren, also schon bekämpfen, aber nicht jetzt, dass ihr jetzt jeden Gegner irgendwie besiegen müsst. Das ist erstmal irrelevant. Wichtig ist, dass ihr bei Fallen nicht getroffen werdet. Achtet mal oben auf 18. Ich werde mich jetzt gleich von so einer Falle mal treffen lassen. Und dann seht ihr, dass diese 18 runtergehen. Habt ihr gesehen? Jetzt ist da 17. Das heißt, sobald ihr einmal von so einer Falle getroffen werdet, verliert ihr einen Soltonsschutz. Wichtig ist also, durch das ganze Dungeon durchzukommen, ohne einmal von diesen Fallen getroffen zu werden. Das werde ich jetzt einmal versuchen zu machen und dann am Ende gucken wir uns mal die Kisten an. Auch als kurze Info zwischendurch, in diesen Gewölben kann auch der Schlechter kommen. Also wundert euch nicht, falls euch mal der Schlechter, der Fleischer begegnet. Ganz am Ende von so einem Gewölbe gibt es immer hier einen Raum, der echt ein bisschen tricky ist. Ich stelle mich da immer irgendwo ganz weit an die Seite und lasst die Gegner kommen, weil wenn ihr da in der Mitte steht, da sind tausend Fallen und alles schießt auf euch. Sehr schwer zu überblicken. Aber, und ihr werdet auch hin und her gepollt, also es ist wirklich nicht so einfach und manchmal auch echt unfair. Deswegen nehmt euch auf jeden Fall genug Schutz mit, dass falls ihr doch mal von einer Falle getroffen werdet, ihr dann immer noch genug habt, um die Truhen aufzumachen. Deswegen habe ich euch auch am Anfang erklärt, wie ihr, da habe ich getroffen, wie ihr die Perlen auch farmen könnt. Deswegen mein Tipp auf jeden Fall, von Weltstufe 1 auf 3 farmt ganz viele Perlen und geht dann in Weltstufe 3 in diese Gewölbe. Und da seht ihr, habe ich einmal diese kleine drahtgeflochtene Truhe mit einer Aufladung und eine ganz normale Kiste, die ihr immer aufmachen könnt. Es gibt Gewölbe, die am Ende einen Endboss haben und da gibt es wohl noch eine dritte Truhe. Wie es dann in Weltstufe 4 ist und dann mit höheren Gewölben und Nightmare Dungeons, das kann ich euch nicht sagen, nur so wie es jetzt gerade ist und das ist ja für die allermeisten wahrscheinlich interessant, die gerade erst reingeschaltet haben, weil die Season ja noch nicht sehr lange geht. Das ist die normale Kiste und das hier ist diese drahtgeflochtene und da seht ihr, da sind dann auch schon einige Legis mit dabei. Jetzt wollt ihr bestimmt noch mein Fazit dazu hören. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin kein Fan von den Gewölben leider. Sie dauern viel zu lange, zumindest jetzt auf Weltstufe 3 und 1 sind die Belohnungen zu schlecht für das, was ich dafür tun muss. Da ist grausige Gaben oder auch später Nightmare Dungeon viel belohnender. Das kann sich natürlich später noch ändern, wenn man vielleicht ein Gewölbe als Nightmare Dungeon macht. Ich hätte hier auch quasi ein Nightmare Dungeon als Gewölbe, könnte ich machen. Da ändert sich aber dann auch nicht viel, außer dass ihr die normalen Nightmare Dungeon Malusse habt oben links und dass ihr nicht unendlich oft sterben dürft und dass ihr am Ende eine Glyphe leveln könnt. Also da ändert sich nicht viel am Gewölbe selber, nur dass das Gewölbe jetzt etwas schwieriger ist mit den Gegnern und ihr natürlich auch die Gegner Level beeinflussen könnt, indem ihr höhere Nightmare Dungeons zündet, aber ansonsten ändert sich da leider nichts. Wie gesagt, ich bin da ein bisschen enttäuscht von. Ich finde es ein bisschen langweilig. Auch das Vieh hier, da habe ich noch gar nichts zu gesagt, weil ich A, keinen Bock habe, mir die ganzen Sachen hier durchzulesen. Und B, sich irgendwie, habe ich das Gefühl, dass, ob das jetzt da ist oder nicht, interessiert mich gar nicht. Für mich relativ belanglos. Bisher, das kann sich natürlich alles noch ändern, aber bisher habe ich nicht das Gefühl, dass es irgendwie mein Spielstil irgendwie beeinflusst, ob es jetzt da ist oder nicht. Wenn man es ausmachen könnte, würde ich es sogar ausmachen, weil, ja, es juckt ehrlich gesagt nicht. Schreibt mal gerne eure Meinung zur Season in die Kommentare. Nicht nur was Gewölbe und jetzt dieses Konstrukt angeht, sondern auch wie ihr die Overworld-Ereignisse findet. Die finde ich nämlich eigentlich ganz cool, was ich euch am Anfang des Videos gezeigt habe. Mit den Prismen, mit den neuen Yodas, also mit diesen Feuerschalen, wo ihr Gegner zünden könnt, rufen könnt. Das kann ich mir in einer Vierergruppe, wo jeder mal zündet, echt cool vorstellen. Auch als Farmspot für Legis, für Uniques und auch für Erfahrung. Höllenflut hatte ich euch ja gestern schon gesagt, wird die Glut leider nicht übernommen, echt ein Downer. Und es gibt aktuell echt viele kleine Bugs. Ich kann ganz oft bei der Saison meine Asche nicht einsammeln. Da muss ich erstmal reloggen. Ihr habt eben das gesehen mit der Karte und noch viele andere Kleinigkeiten. Alles nur Kleinigkeiten, dafür hatten wir keinen riesen
kein Riesenbug, der das ganze Game zum Stillstand gebracht hat, aber ein paar kleine Bugs. Ja, schreibt mal gerne eure Meinung unten in die Kommentare. Bin ich sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Und ansonsten würde ich mich selber voll auf den Kanal freuen, sehr über ein Like auf dem Video und sage bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute.